Der Dornfelder ist die erfolgreichste deutsche Neuzüchtung bei den Rotweinsorten. Es dauerte einige Jahre, bis sich die Sorte unter den Winzern etablierte. Anfänglich wurde sie zum Verschnitt mit hellen Rotweinen benutzt, um diesen eine dunklere Farbe zu geben, bis man das Potenzial des Dornfelders erkannte. Es gibt zwei unterschiedliche Ausbaustile. Der erste betont die intensiven Fruchtaromen wie Sauerkirsche, Brombeere und Holunder und wird jung auf den Markt gebracht. Andere Winzer bauen den Dornfelder im Barrique aus, betonen mehr die Gerbstoffe und Struktur des Weines und nehmen die Fruchtaromen zurück. 1959 wurde der erste Erhard-Wein auf die Flasche gefüllt. Und seitdem ist das Weinmachen nicht nur Beruf, sondern Berufung für die Familie. Die Philosophie ist nicht nur gute, sondern auch individuelle Weine mit Charakter zu erzeugen. Wein ist Natur und jeder Jahrgang ist auf eine bestimmte Weise einzigartig. Ein Besuch lohnt sich immer in der herrlich gelegenen Straußwirtschaft am Ortseingang von Eschbach in Richtung Leinsweiler. Aufgrund der Nachfrage nach farbintensiven Rotweinen hat sich der Dornfelder in Deutschland zu einer Modesorte entwickelt. In der Pfalz wird der Dornfelder auch zu Federroter ausgebaut.